Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 4 Thief's End. So, wie kommen wir denn da rein? Hier hoch, was? Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Ah, sehe ich auch so. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ich, daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. So, jetzt aber. Ha, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Okay, aber wie geht's dann weiter? Auf geht's. Jawohl, haben wir. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Ja, wie geht's denn weiter? Okay, wohin jetzt? Okay, eins runter. Noch eins runter. Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Ja, mach. Okay, auf geht's. Beim ersten mein Mal. Glückwunsch. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Wie runterklettern? Wieso das? Dann da lang. Oh. Okay. Sehr gut. Nein, 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 du sollst schon schwingen. Ja, warte ein bisschen mehr. Wieso machst du gerade nicht das, was ich dir sagst, tun sollst? Hä? Alter, willst du mich... Ja, sehr gut. Sopravvissuto? Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Also, warum mit uns? Wenn ich jetzt wüsste, wie weiter erstmal. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Tja. So ist das Leben. Müsste halten. Okay, ich hab noch keinen Plan, wie weit, ehrlich gesagt. Noch weiter runter?
Hey, dann kannst du dich doch ab, Alter. Willst du mich verarschen? Unten ist ein Vorsprung. Kannst du dich hinschwingen? Okay. Ja, ich versuche mich irgendwo hinzuschwingen, aber ich kann gerade nichts machen. Ah, jetzt. Oh Gott. Nathan! Hat wunderbar funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert, Leute. Oh fuck. Aber sehr gut. Okay, komm runter. Im zweiten Anlauf. Das Lampen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Okay, jetzt mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Sehen wir uns da noch gar nichts? Hier hoch irgendwie? Ah, hier hoch. Alles klar, ich glaube es zu wissen. Sehr gut, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tja, und dann und dann und dann. Ne, so nicht. Ah, der macht nicht irgendwie, was ich will. Alter. Junge, du sollst nicht mit der Scheiße, Mann. Sehr gut. So. Ich muss überlegen, erstmal hier hoch. Geht dann hier irgendwie weiter? Ja, yeah, damn right. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Ja, wie man es nimmt, ne? Mist! Alles klar da oben? Sure, 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 immer. Ja. Ja, geht schon. Oh ja, ich darf wieder schwingen. Warte, nein, nein, nein. Alter, willst du mich verarschen, Nathan? Was? Warte. Ey, irgendwie aus dem Schwing gerade nicht raus. Irgendwie kriege ich das gerade mit dem Schwing echt nicht hin. Sehr gut. Na, wo ist mein Bruder? Ah, ist er ja. Wie geht's jetzt hier weiter? Okay, keiner sagt mir irgendwas. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Yeah, aber ich treffe, Alter. Wir reden wie so ein richtiger Angeber, weißt du? Asus, sehr schön. Okay, danke. Nathan? Nathan? Was? Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los.
Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssten sie nur ablenken. Wie? Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Das klingt nach einem soliden Plan. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am Weg am Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles Himmel, nein. Nein, das kann ich nicht glauben. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Ja, ist immer beruhigend. Lass mal weitergehen. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Alles klar. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielen sie dummen europäischen Techno. Scusi. Hier oder was? Oder eine Tür daneben. Ah, eine Tür daneben, okay. Da wären wir. Okay, dann mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden.
Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. So, liebe Leute, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Uncharted 4, Thief's End. Bis dahin, haut rein und tschüss.